Ja, dann gucken wir mal. Wir starten mal. Ich habe noch kein Spiel gestartet, deswegen sind wir hier ganz neu. Ich kenne das Spiel auch noch nicht. Ich habe nur ein bisschen was drüber gelesen. Man soll wohl entweder einen Menschen oder einen Fuchs spielen. Deswegen ist auch mein Titel heute entsprechend Mensch oder Fuchsgeist. Finden wir es heraus. Ich würde sagen, wenn ich das so sehe, Fox Thales Spiel heißt, man spielt als Fuchs, spielen heißt, man spielt als Mensch. Ich spiele jetzt mal das Spiel. Wir machen dann neues Spiel. Die Mitwirkenden gucken wir uns jetzt nicht an. Die Kultureinblicke lassen wir auch mal aus, obwohl, gucken wir. Ah, okay, also da geht es natürlich dann darum, was man so sehen kann. Also, ich möchte gerne eine Geschichte hören, ein lebendes Volk, eine lebende Kultur. Da geht es um die Inuit. Das sind die Ureinwohner der Eislande. Und ich finde schön, dass man das hier mit eingebaut hat. Aber das schauen wir uns jetzt nicht an, das schauen wir uns bei Gelegenheit mal an. Wenn wir ein bisschen was freigeschaltet haben, dann nehme ich da mal einen Stream mit und dann bauen wir das zusammen auf und schauen uns das zusammen an. Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel. Und da haben wir schon was stehen. Und zwar, das Inupiat sind eines der indigenen Völker Alaskas und haben über Jahrtausende erfolgreich in einer der großartigsten Umgebungen der Welt überlebt. Muss ich sagen, gebe ich zu, in Grönland oder auch in der Arktis war ich jetzt noch nicht, aber ich stelle mir das unheimlich toll vor, da zu leben. Man hat zwar eine sehr raue Umgebung, aber ich denke mal, es wäre schon interessant, dort zu leben. Ich werde dir eine Geschichte erzählen. Haben Sie von Nauruk Nassuch gehört? Das geht mir ein bisschen schnell. Also lest gleich selbst mit, weil das wird sonst ein bisschen schwierig für mich. Eine schöne Geschichte, die erzählt wird. Ist übrigens echte Inuit-Kunst, die dort wiedergegeben wird. Das weiß ich, das habe ich mitbekommen. Und das wird auch in den sehr gerne in den Spielbeschreibungen beziehungsweise den Tests gesagt. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob ich das hinkriege, dass wir den Text rausgeschrieben bekommen und werde ihn dann beim nächsten Mal vielleicht noch mal vorlesen von der Geschichte, damit wir ein bisschen was wissen. So, aber jetzt machen wir mal weiter und hoffen, dass wir jetzt endlich in das Spiel eintauchen können und uns angucken können, worum es da geht. Genau. Ein Schneesturm tobte unerbitterlich. Und das Mädchen war noch nicht weit gekommen, als es plötzlich in großer Gefahr befand. Oh, ein Eisbär. Oh, ja, da rennen wir. Ah. Wir rennen, wir rennen, wir rennen, ich renne, so viel rennen tue ich gar nicht. Und hopp! Und schon, wow, der Eisbär ist aber auch ein ganz schöner Springer. Ha! Ui, das war. Ah, da hinten sehen wir schon den Fuchs, der uns hilft. Also es ist ein sogenanntes Jump and Run, also eine Spielart, die ich selbst sehr gerne mag. Oh, jetzt wird es problematisch. Jetzt hat uns der Eisbär erreicht. Jetzt, mal gucken.
Ah, da kommt der Fuchs. Genau. Was? Im Einzelspiel, da drücken wir. Ja, wir sind natürlich alleine. Das kann man im Koop spielen, wie ich das jetzt gerade erkenne. Das heißt also, man kann mit zwei Leuten spielen, wenn man zwei hat. Ansonsten ist das halt ein Spiel, was man alleine spielen kann auch. Und deswegen wechsle ich jetzt auf den Fuchs. Der Fuchs ist tot. Heißt das jetzt, das Spiel ist... Ah, okay. Ich weiß nur... Hä? Ich hab doch gedrückt. Jetzt kommt mir die Mitteilung. So, Q. Ah, und jetzt kann ich natürlich... So, und jetzt ist der Bär. So, auf sich allein gestellt wäre sie gestorben. Liebe Güte, sie hatte Glück, noch am Leben zu sein. So, jetzt wechseln. Ah, jetzt habe ich was falsch gemacht. So, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen mit Control zurück. Control zurück. Wir wollen Q. So. Aha. So, und jetzt machen wir hier weiter. Und der Fuchs folgt uns jetzt. Was uns natürlich unheimlich hilft, denn jetzt sind wir ein bisschen geschützt. Das Wetter klarte nicht auf und der Schneesturm folgte dem anderen. So, drücken wir Space, um fortzufahren. Jetzt funktioniert das Ganze auch. Ich bin ganz froh, ich werde doch rausfinden, warum das mit dem Controller nicht funktionierte. So, hui! Ein kleiner Schneefuchs. Das ist ein schönes Bild, muss ich sagen. So, jetzt rennen wir an. Der Fuchs folgt uns. Das ist doch schön, jetzt sind wir nicht mehr alleine. Eine Schneeeule. Wisst ihr eins? Ich liebe unheimlich Schneeeulen. Hä? Ah! Space. Also, jetzt müssen wir auf den Fuchs ändern und dann machen wir zack. Zack. Zack, 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 zack. Ah. Ah, so machen wir das. Ah, okay. So, jetzt gehen wir dahin und dann machen wir links Shift und dann machen wir zack und dann kann das Seil runter. Und wenn wir jetzt wieder wechseln, dann kann die Kleine an dem Seil hochklettern. So, das nennt man tierische Zusammenarbeit und so kommt man gut voran und ich finde das richtig toll. So, okay, jetzt lassen wir den Fuchs mal ein bisschen vorrennen. Oh, da ist... So, okay. Hopp. Da müssen wir aufpassen. Da kommen jetzt wohl lauter Schneeböen oder Windböen, die uns dann da vor. Ja. Ei, ups. Also ich bin. Ich bug jetzt schon. Ah, okay. Das ist gar nicht so einfach. Ich hab hier... Da ist schon wieder die Schneeeule. Hups. Ah. Also der Fuchs schafft es besser als ich. Das Mädchen verstand. Dass mitten unter uns helfende Geister sind. Das ist doch schön. Hui. Weil der Fuchs etwas Besonderes war, zeigt er dem Mädchen die wahre Schönheit dieser Helfer. Da war ich ein wenig zu eifrig, aber wir hoffen natürlich, dass wir jetzt weiterkommen. Gut, ich werde das jetzt nicht nochmal vorlesen. Wir wechseln jetzt auf den Fuchs.
der Fuchs kommt. Wir warten, bis die oben ist. Okay, so, zack. Jetzt warten wir, bis... So, ab. Okay. Okay, man muss vorsichtig sein, dass man mit beiden gleichzeitig agiert. Das ist natürlich, wenn man alleine ist, ein bisschen schwieriger. Aber ich werde das hinkriegen. Ich bin nicht so eine, die gleich aufgibt. Ich weiß jetzt, dass mein Mann jetzt gleich wieder schreien wird. Das stimmt doch gar nicht. So. Nein. So. Aha. Man darf nicht zu weit... So, okay. Das ist gar nicht so einfach, kann ich euch sagen. Diese Eule macht mich irgendwie ein bisschen. Okay. Also, es ist so, wenn man das spielt, ich habe jetzt, wie ihr schon seht, von 24, die man freischalten kann, habe ich schon 6 Stück freigeschaltet. Das ist schon mal nicht schlecht. Würde ich jetzt sagen, so. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das genauso seht. So. Ihr könnt natürlich auch in den mal schreiben, wie ihr das Spiel an sich findet. Moment, wie war das jetzt? Ich muss wieder auf den Fuchs wechseln und dann muss ich A und... Okay. So, also A. So. Bleibst du da? Und? So, und wie kommt jetzt die Kleine da hoch? Okay, jetzt machen wir das mal so. Zack. Zack. Ha. Okay, so. So geht das. Das Mädchen und der Fuchs halfen einander. Das stimmt. Das tun sie. Durch so viele Schwierigkeiten. Mann, ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Aber gemeinsam fanden sie nach Hause zurück. Das heißt, wir sind gleich wieder zu Hause, wo wir hingehören. Das ist aber nicht nett. Das kann ich euch mal sagen. Sowas finde ich überhaupt nicht nett. Ups. So, jetzt aber. Und ich kriege hier schon wieder Besuch. Okay, gut. Also, da müssen wir vorsichtig sein. Auf der letzten dürfen wir nicht stehen bleiben. Wenn links, sondern wir müssen vorher schon sehen, wenn hingeht, wenn links kommt. So, okay. Also, hier kommen wir rüber. Das haben wir ja geschafft. So, okay. So, jetzt warten wir. Da kommt eine Windböe. Gut. Jetzt kommen wir hier hin. So, hier warten wir, bis die nächste Windböe kommt. So, die nächste Windböe haben wir. So, jetzt gehen wir hier hin und warten hier auf die nächste Windböe. Und wenn die kommt, machen wir gleich die beiden Doppelsprünge und dann sind wir drüben. Zack. 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 Ja, komm. So, Windböe. Nee, doch nicht. Okay. Aber man ist lieber mal eine Nummer vorsichtiger, wenn man zweimal ins Wasser gefallen ist. So. Jetzt müssen wir wieder warten. Oder müssen wir uns ducken und da drunten drunter? Das geht nicht. Wir kommen nicht durch, aber der Fuchs kommt durch. So. Okay, gut.
So. Hoch. Obwohl, ich glaube, jetzt habe ich's. So, jetzt schicken wir hier drauf. Ah, genau. So. Ah. Das sind mal wieder so, das sind wieder so typische kleine packende Rätsel, die ich unheimlich liebe. Ich war jetzt gerade ein wenig still, das gebe ich zu. Das war natürlich nicht so der Sinn der Sache, Scheibenkleister. Ja, ja, ich weiß, ja, das war jetzt nicht gut. Aber ich fand das jetzt gerade richtig spannend, den Weg da hochzufinden. So, weiter. Oh, das ist eine Eisfläche. Das ist nicht ganz so toll. Ah, okay. Gut. Da müssen wir gucken. Da wird jetzt... Aber das schaffen wir doch da gar nicht. Ah, okay. Gut, dann machen wir das anders. Weil da komme ich jetzt mit dem Fuchs nicht hoch. Das sehe ich jetzt schon, dass ich mit dem Fuchs da nicht hochkomme. Das heißt, wir müssen hier hin. So. Jetzt müssen wir zum Fuchs wechseln. Der muss hoch. So. Hopp. Ah. Geschafft. Oder auch nicht. So. So, jetzt kommt die Kleine hier hoch. Komm hoch. Na komm. Warum kommst du jetzt nicht hier hoch? So. Hopp. Ah. So geht das. Okay. So. So. Und so. Und schon haben wir es geschafft. Sehr schön. Auch wieder ein sehr schön packendes Rätsel. Wie gesagt, es tut mir leid, wenn ich manchmal ein bisschen ruhig bin, gerade bei solchen Rätseln. Das ist manchmal gar nicht so einfach, da nicht erst zu überlegen und einfach zu reden, was man macht. Aber diese Rätsel in diesem Spiel, die finde ich relativ gut gemacht. Und es macht eigentlich richtig Spaß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin momentan schon wieder ein bisschen traurig, dass wir schon... Ja, gut, wir sind jetzt zur Hälfte durch. Und ja, genau, so. Diese Zwischentexte sind immer ein bisschen schwierig zu lesen, weil die relativ schnell weitergehen. Es ist schade, dass jetzt so ein böser Kerl kommt und einfach das Dorf verwüstet und dann dafür sorgt, dass die Leute verschwinden müssen. Das ist nicht toll. Und ja, es heißt, dass mit jeder Windböe pulvriger Schnee in alle Richtungen wirbelt. Das stimmt, habe ich schon mitbekommen, genau. So, machen wir weiter und gucken, was uns als nächstes erwartet. Das Mädchen traut seinen Augen nicht. Zerstörung, soweit das Auge reicht. Ihr Volk war verschwunden. Wie kann das sein? Der Schneesturm allein kann das nicht getan haben.
Inmitten der brennenden Trümmer erschien ein eisiger Eistauchergeist, voller Trauer über den Verlust des Mädchens. So, ich denke mal, wir werden jetzt da hoch. Hopp. So. Und jetzt hilft er uns da hoch. Doch, der Eistaucher war nicht der Einzige dort. Da war noch irgendwas im Vordergrund, das habe ich gesehen. Aus dem Untergrund kam ein seltsames kleines Volk hervor. Um die Ruine des Dorfs zu plündern. Sowas aber auch, das macht man aber gar nicht, das ist ganz böse. Also es können Böen gehen nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung und kann einem helfen. So. Der Fuchs und Hops. So. Naja. Es ist ein ziemlich großes, weitgehendes Dorf, muss ich feststellen. Und, ja, genau. Was haben wir denn jetzt hier? So. Da ist wieder unser Tauchergeist, der hoffentlich jetzt gleich runterkommt und uns hilft. Obwohl, ich habe das Gefühl, der will uns nicht helfen. Oder nicht, zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Autsch. Also der Gedanke war schon mal nicht schlecht. Und hopp. Und jetzt kommt er runter. Und jetzt kommen wir hier runter. Mädel? Hallo? Kommst du? Aha, okay. Jetzt holen wir den Fuchs nach. Hopp. Gar nicht so einfach, wenn man so alleine unterwegs ist. A drücken während... Ja, das habe ich doch. Ups. Okay. Also, jetzt haben wir mal gesehen, was passiert, wenn das Mädel abstürzt. Und der Fuchs. Okay. So geht das. Okay. Zack. Jetzt funktioniert's. Okay. War jetzt natürlich. Komm zu mir, mein Gesagte, der Eulenmann. Ja? Gut, dann machen wir das eben so. Der Eulenmann, ja. Woher kennt er mich? Dachte das nicht. Ich habe über dich gewacht. Wenn ich nur meine Trommel wieder hätte, könnte ich dir helfen, denjenigen zu finden, der dein Dorf dies angetan hat. Also müssen wir jetzt als nächstes, wohl oder übel, diese Trommel suchen. Also suchen wir die Trommel. Okay. Dann machen wir jetzt wieder Wechsel. Das hatten wir ja schon mal. So. Also an den Wänden ist es immer ganz einfach. Man muss immer unheimlich viel sich bewegen. So. Bewegen. Man darf nicht zwischenhalten. Weil sonst klappt das mit dem Fuchs nicht so, wie das soll, weil die Wände natürlich sehr rutschig sind. Und das sorgt dann dafür, dass wenn der Fuchs nicht in der gesamten Zeit mit, muss also die gesamte Zeit Space drücken und dann D zum Beispiel, um an der Wand zu bleiben und nach oben zu gehen. Oh, das ist schön. Das ist schön. Sowas finde ich süß. So lieb sein. Und dadurch, dass ich, wenn man dann nicht das Space drückt, dann passiert das, dass man es nicht schafft. Oh. Hopp.
Ups, das hat. Autsch. So, geht das jetzt in die Richtung weiter? Dann gucken wir mal. Ah, okay, jetzt gucken wir wieder auf den Fuchs. Der Fuchs. Also, gut, okay, so. Ah, okay. Immer schnell Space drücken, dann... Ah, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, da kommen wir natürlich nicht hoch. Okay, das schaffen wir wohl nicht. Warum auch immer. Schalten wir mal um. Ah! A und Shift links. Also A und... Aber ich hab doch... Hä, wieso bin ich denn jetzt... Ah! So. A und Shift links. Oh, das kriege ich nicht hin. Also machen wir jetzt mal so. So, jetzt sowieso. Hopp. Also gehen. Also, Moment. Wir sollen Shift und A. Okay, so kriegen wir das. Ah, jetzt habe ich eine Idee. Jetzt habe ich eine Idee. So, jetzt nehmen wir. Nein. Wir nehmen das und das und dann. Ah! Genau, genau. Und jetzt können wir damit. Können wir jetzt das bewegen und bewegen das nah an das Ganze ran. So. Und jetzt können wir hopp, einmal rüber und auf die andere Seite. So, den Fuchs wechseln. So. Und jetzt kommt der Fuchs hoch. Haha, und wir haben es geschafft. Und können mit Shift können wir das Seil runterlassen. Und dann kann sie hochklettern und schwupp sind wir da oben drüber. So einfach geht das. So, hoch. Da geht's. Die Trommel wurde von dem Mädchen unterbrochen. Ihre Trommeln wurde von dem Mädchen unterbrochen. Genau. Da ist hingeht, da ist die Trommel, die wir suchen müssen. Sie kam nachsehen, wer all diesen Lärm machte. So. Scheibenkleister. Da sind wir jetzt beide abgestürzt. Das war jetzt natürlich nicht Sinn der Sache. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir weiterkommen. Also, wir warten jetzt darauf, dass hingeht Ding. So. So. Ah. Nicht gut, nicht gut. Ah, das ist. Das hört sich so grausam an, wenn der. Wenn der. Links. Also, so. Wir werfen jetzt. Jetzt müssen wir hier hin. So. Und jetzt ist der Fuchs abgestürzt. So was Blödes aber auch. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Hallo? Das ist aber nicht nett, kann ich euch sagen. So, also. Okay, wir gehen jetzt hier hin. Es ist immer noch nicht nett. So, also nochmal. Wir müssen hier hin. So. So. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden, was ich machen muss. Das ist ja, hallo, das ist ja wirklich eine, da müssen wir, so, jetzt müssen wir hier vor. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Und wenn die werfen, dann rennen wir vor. So. Und jetzt haben wir sie, haha. Und jetzt können wir uns die Trommel holen. Juhu, wir haben die Trommel. Das Mädchen überlistet das kleine Volk. Und fand die Trommel des Eulenmanns. Dann können wir dem Mann, dem Mann seine Eulentrommel zurückbringen. Genau. So, hopp. So, und wie kommen wir jetzt hier raus? Ah, so. Hopp. Hopp. Bestimmt. Wir machen das so. Zack.
Hallo. Fuchsi, kommst du auch? Ah, okay. Fuchsi, jetzt machen wir auf Fuchsi. So. Fuchs kommt da. Fuchs ist oben. Fuchs springt. Fuchs lässt das Seil herab. Falsche Taste. So. Ups, das war jetzt ein Geschiss in der Sache. Gut, dann machen wir das. So, wir wechseln. Wir nehmen das und die Kiste. So, wir klettern auf die Kiste, springen an das Seil und klettern hoch. So einfach geht das. Könnte man fast denken, dass es einfach war, aber es hat doch ziemlich einen Moment gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Das Mädchen brachte die Trommel zurück. So gehört sich das auch. Er war so glücklich und stolz auf das Mädchen. Sehr schön. Und deshalb schenkt er ihm etwas. Ja, was schenkt er ihm? Ah, der Eulenmann sprach. Ich habe dies für dich aufbewahrt. Was ist das? Eine Bola. Was lernen wir daraus? Bolas gibt es nicht nur in Australien. Gut, er freut sich. Wir haben die Bola. Und könnten uns jetzt wieder ein neues Video angucken. So. Ja, op, sind wir oben. Gut, weiter. Dass man auch immer alles zusammen machen muss, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Sehr praktisch. Sehr praktisch. So. Da müssen wir stehen. So, jetzt haben wir einen neuen Geist freigemacht mit der Bola. Das war gar nicht so einfach mit der Maus. Ich dachte nämlich, man muss nur die Maus drücken und dann loslassen und dann funktioniert es automatisch. Nein, man muss damit auch noch zielen. Und das, ohne dass man den Zielcursor hat. Das ist gar nicht so einfach, sage ich euch. Da muss man ganz schön gucken. So, jetzt muss ich wieder den Fuchs noch nachbringen. Der Fuchs ist manchmal ein bisschen, ja. Also, das Mädchen folgt dem Fuchs, aber der Fuchs nicht dem Mädchen. Ganz einfach. Okay, was machen wir jetzt hier? Okay. Das funktioniert nicht. Okay, dann würde ich sagen... gut gedacht. Habe ich mir fast gedacht, dass ich jetzt die Bola einsetzen muss, um darüber zu kommen. Und das hat funktioniert. Und damit können wir weiter. Ja, jetzt funkt der Fuchs wieder hinterher. Und da kommt wieder eine Windböe. Ich liebe diese Windböen, kann ich euch sagen. Das ist gar nicht so einfach mit der Windböe. So, jetzt müssen wir erst wieder die Bola nehmen. Ups. Nein. Da habe ich das Mädchen benutzt, das Geschenk des Eulenmanns. Ja, das ist auch gut, dass wir das benutzen. So, jetzt gerade... Moment, jetzt muss ich noch mal gerade gucken. Okay. Control und dann funktioniert das Ganze. So, und jetzt kommt wieder eine Böe, deswegen machen wir jetzt so, genau. Also um den Böen auszuweichen, muss man Control drücken. Und jetzt bin ich abgestürzt. Warum bin ich abgestürzt? Weil ich wieder nicht auf den Bildschirm geguckt habe und nicht gesehen habe, dass da ein Symbol war, dass ich die Bola benutzen soll, um den Geist freizurufen. Und dann entsprechend natürlich, so jetzt warten wir mal, da kommt die nächste Böe. Die Böe abwarten. So, jetzt nehmen wir die Bola und zack, das war zu hoch. Etwas tiefer und perfekt. Und gucken, da kommt jetzt wahrscheinlich gleich wieder eine Böe. Sehen wir, da kommt die Böe. So, jetzt machen wir den Fuchs und der Fuchs springt.
Und dann folgt ihm das Mädchen nämlich wie auf den Fuß. Und schon funktioniert das Ganze. So. So, das ist jetzt natürlich... Wie zum Henker soll ich mit dem Mädchen da runterkommen? Das funktioniert doch gar nicht. Okay. So, wenn ich jetzt da runter springe, nein, ich springe jetzt da runter, zack, so. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Genau, so. Und wenn ich jetzt zurück und den Fuchs... Dann müsste ich mit dem Fuchs darüber kommen können. Aha, jetzt geht es wieder hoch. So funktioniert das. Ah, und jetzt kommen wir da hoch. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, halt. So. So schaffen wir das, seht ihr? Manchmal ist es gar nicht so einfach und manchmal ist es auch doch ein bisschen schwerer. So, hopp. Das war zu hoch. Das war richtig. Jetzt kommen wir wieder runter. Zack. So. So einfach funktioniert das. Und der Fuchs kommt nicht hinterher. Deswegen müssen wir den Fuchs jetzt nochmal machen. Und hopp, so kommt der Fuchs nach. Also manchmal kann man die Windböen doch gut nutzen und kommt gut voran. Und das finde ich richtig gut. Und ja, genau, so ist das. Am Rande des Dorfs trafen die beiden auf den schrecklichen Mann. Er befahl ihnen ihr anzuhalten. Das hat sie natürlich nicht gemacht. Aber sie war stärker als er dachte. Hey, du böser Mann, du. Gut, okay, dann müssen wir rennen. Als er die Bola sah, war noch mir stückt, dass er hinter der Bola her ist. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt. Ob wir das schaffen, wegzukommen? Ich bin gespannt. Glück lässt er uns immer genügend Zeit. Wegzukommen und es zu schaffen. Gib mir die Bola, schreit er. Aber das werden wir natürlich nicht machen. Wir haben die geschenkt bekommen. Wir haben dafür hart gearbeitet, die Bola zu bekommen. Da werden wir die nicht einfach so wieder hergeben. Ich hoffe, dass wir es noch rechtzeitig... Ja, da schaffen wir es. Da sind wir weg. Gut. Oh, jetzt. Sie war knapp entkommen. Und warum war wir entkommen? Weil die Scholle abgebrochen ist. Doch nun schwebte sie in noch größerer Gefahr. Warum? Klar, auf dem Wasser schmilzt das Ganze. Und das ist nicht ganz so schön. Und damit wird es dann doch schwierig, das Ganze zu überleben. Weil wenn das Ding immer kleiner wird, dann... ist es irgendwann weg und man fällt ins Wasser und das ist natürlich nicht so, das ist toll. So, jetzt hoffe ich aber, zwei Tage lang trieb sie dahin, also scheint das doch ganz in Ordnung gewesen sein. So, ich denke mal, der Speicherpunkt wird wahrscheinlich der sein, wo wir zuletzt gerade waren. Aber ich hoffe mal, wir warten mal, da kommt wieder eine Eule. Wir dürften wahrscheinlich noch rüberkommen und dann sind wir wieder an einem Speicherpunkt. Das hoffe ich zumindest. Weil es wäre ganz schön,
weil die Sendezeit für diesen Teil meines heutigen Streams ist gleich zu Ende. Bis sie das Packeis erreicht. Gut. Sag. So. Doch, das war kein Grund zur Freude. So, dann machen wir das. Zack. So. Warum war das kein Grund zur Freude? Lasst mich raten, wir haben wieder einen Eisbär. Das Eis war tückisch. Gut, dass wir das geschafft haben. Der Fuchs kann besser springen als wir, aber wir schaffen das. Mit dem Fuchs. Oh, 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 das wird gar nicht so einfach. Das ist ein richtig anstrengendes Stück Arbeit jetzt gewesen. Aber wir haben, na, wir sind immer noch nicht durch. Okay, das Packeis bricht uns hier unter der Dings zusammen. Das bricht uns unter den Füßen weg. Das ist nicht ganz so toll. Oh, geschafft. Knapp, aber geschafft. Oh, 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 ich hab's geahnt, dass wir da wieder an einen Eisbären geraten. Eisbären sind schlimme Viecher. So. Oh, das, da bin ich fast vorbeigesprungen und trotzdem hat es doch funktioniert. Ah. Moment warten, einen Moment warten, einen Moment warten. Da springen wir, okay. Dann springen wir dahin. Dann springen wir dahin. Und dann dahin. Und dann müssen wir einen Moment warten, bis der Berg nach oben geht. Und zwar jetzt, genau, jetzt haben wir es geschafft. Aber ihr seht, das Spiel verzeiht auch hin und wieder mal kleinere Fehler. Und das finde ich ganz gut so. Und jetzt kommen wir... Na, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich bin wieder mal zu früh gesprungen. Also nochmal war... Ach nee, wir, das ist nur ein Speicherpunkt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Leute. Wir gehen zurück. Weil wir haben noch ungefähr 10 Minuten. Nein, 7 Minuten. Ja, ich möchte das beenden. Ich hoffe, dass wir dann da das nächste Mal wieder starten und dass alles so funktioniert, wie das soll. So, jetzt den Chatting rein. Genau, so. Also, ich muss sagen, mir gefällt dieses Spiel unheimlich toll und ich freue mich schon auf die nächste Runde. Wir haben jetzt zwei offene Spiele und zwar zum einen das Never Alone, was wir jetzt heute gespielt haben und natürlich auch noch das Air. Ich werde aber jetzt überlegen, ich glaube, das macht mir noch ein kleines bisschen mehr Spaß als das andere, als das Air, obwohl das auch nicht schlecht ist. Er hat eine schöne eigene Story und wir werden wohl beim nächsten Stream dann das weiterspielen, bevor ich dann Anfang Oktober gucke, da weiß ich noch nicht, es kann sein, dass ich da noch einen zusätzlichen Streamtag mit reinnehme, weil ich ja gesagt habe, sobald bekannt ist, dass dann das neue Add-on von WoW startet, dass wir das dann uns auch zusammen angucken, weil ich bin halt nun mal eine große Rollenspielerin und WoW ist mittlerweile so ein bisschen so mein Heimatrollenspiel geworden, was die MMOs angeht. Und ich habe ein bisschen schon Einblick in das, was in dem neuen Add-on passiert und finde das gar nicht so schlecht und muss sagen, ich bin da sehr gespannt drauf, wie das da weitergeht noch. Und das will ich mit euch natürlich zusammennehmen. Aber ich möchte in diesem Zuge dann auf dem Hauptserver, auf dem ich spiele, schauen wir mal einen Charakter anfangen hochzuspielen. Das werde ich dann in dem Extra-Stream-Tag machen. Und beim nächsten Stream fürs Spielen werden wir wohl dann Never Alone weiterspielen. Und ja, genau, das wäre es dann. Für heute machen wir an diesem Punkt Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Schaut in den Streamplan, dann seht ihr, wann es das nächste Mal damit weitergeht. Bis dahin sagt euch Tschüss hier aus dem Gaming-Stream, eure Josie. Bis nächste Woche dann.